Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, das heißt, wir können hier über alles reden, was ihr wollt, was euch interessiert. Mich würde interessieren, und darüber würde ich auch gerne mit euch reden, und zwar über das Thema Strip-Poker. Wer von euch hat schon mal Strip gepokert? Und was ist dabei rumgekommen? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Also, wenn ihr mich anrufen wollt, 0130 29 11, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Sarah, 15 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Sarah. Guten Morgen. Guten Morgen. Hör zu, ich habe ein kleines Problem. Also mein Thema gehört jetzt nicht zu deiner Sendung. Gehört nicht zur Sendung? Nee. Trotzdem reden wir drüber. Genau, gut, ja. Das wäre nett. Und zwar ist das so, ich habe einen Freund. Ja. Also ich habe eher gesagt zwei Freunde. Zwei. Einer wohnt in Essen. Aha. Und einer wohnt hier in Düsseldorf. Ja. Und mit dem einen, der eine ist bei mir in der Klasse. Aha. Ist 15 und der andere ist 24. Du wohnst in welcher Stadt? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Mhm. Genau. Ja. Und den aus Düsseldorf kenne ich jetzt halt schon zwei Jahre, bin halt schon mit dem zusammen. Aha. Seit zwei Jahren halt, und ich habe vorher in Essen gewohnt. Mhm. Und dann haben wir den Kontakt aber abgebrochen, weil ich ja nach Düsseldorf gezogen bin. Mhm. Und dann bin ich jetzt halt seit einem Monat mit dem aus meiner Klasse zusammen. Mhm. Und dann kam halt jetzt ein Anruf, also von meinem Freund aus Essen. Mhm. Er hatte sich halt wieder bei mir gemeldet. Ja. Und dann hat er halt gefragt, ob zwischen uns noch was läuft und so. Ja. Und dann habe ich irgendwie aus Versehen gesagt, ja, weil ich jetzt nicht an meinen jetzigen Freund gedacht habe. Aus Versehen hast du das gesagt? Ja. Ist dir so rausgerutscht irgendwie? Ja, ja, ja. Und dumm auch. Genau, und jetzt telefonieren wir halt immer miteinander. Ja. Und jetzt habe ich auch aus Versehen zwar schon mit ihm geschlafen. Auch so aus Versehen? Ist mal so genau. Gerade eben passiert? Freund. Ja, vor einer Woche. Ja. Letzte Woche Samstag war das. Mann. Und das habe ich jetzt halt meinem jetzigen Freund am Mittwoch erzählt. Mhm. Und dann war er halt ganz baff und dann meinte er so, ja, findet er nicht so gut und so. Mhm. Und dann war er halt ziemlich stinkig und meinte dann so, ja, ich lasse mir das jetzt durch den Kopf gehen und überlege mir dann noch, ob ich dann noch mit dir zusammenbleibe. Kann man verstehen, ne? Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich jetzt, was ich jetzt machen soll, weil ich jetzt halt zwischen zwei Männern stehst. Stehe, genau. Da habe ich dann mal mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ja, was sagt die denn? Und dann meinte ich so, ja, muss ich selber wissen. Ja. Und das wusste ich dann nicht genau. Und dann habe ich halt bei dir angerufen. Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Wollte ich dann fragen, ob du mir einen Rat geben kannst. Welchen Mann du mehr lieben sollst. Ja. Jetzt habe ich dir gerade am Anfang dazwischen gequatscht mit den Ortschaften und habe daher nicht richtig verstanden, wie alt die beiden Jungs sind. Der aus Essen ist? 24. Ja. Und hier aus Düsseldorf, der ist 15. 15? Ja. Das ist ja nun ein erheblicher Altersunterschied. Ja, genau. Ja. Jetzt muss ich dich natürlich erstmal so ganz, ganz klar und sofort fragen, so Hand aufs Herz, Sarah. Ja. Wer ist dir denn so ganz spontan gesagt der Liebste? Ja, das ist ja gerade das Problem, das weiß ich gerade nicht. Hm. Welche Vorteile überwiegen denn jetzt zum Beispiel, welche Vorteile hat der in Essen, der etwas Ältere? Ja, also auf den habe ich das, also bei dem habe ich das Gefühl, auf den kann ich nicht mehr verlassen. Mhm. Er ist ja auch ein bisschen älter. Ja, genau. Erheblich älter. Vielleicht ja. Zu alt schon, oder? Ja, also ich weiß nicht. Also ja, eigentlich schon, ne? Hm. Hat der denn auch eine Beziehung mittlerweile? Der ist Essen. Mhm. Eine andere? Ja? Nein. Nee. Nein. Mhm. Also auf den kannst du dich mehr verlassen. Was meinst du denn, was der Hauptvorteil ist von dem 15-Jährigen aus Düsseldorf? Mir kommt es eigentlich so vor, also am Anfang, als wir zusammengekommen sind, das kam durch eine Freundin, mhm. die uns zusammengebracht hat, habe ich das erst gar nicht geglaubt, mhm. weil die immer so geheimnisvoll getan haben, haben sie immer rumgetuschelt und mhm. so. Und dann wollte ich das erst gar nicht glauben und dann frage ich den jetzt auch öfters nochmal, mhm. sagen wir, stimmt es denn wirklich, ja, wir sind zusammen und so. Mhm. Also stimmt es wirklich, dass er in dich verliebt ist, meinst ja, du? Ja, mhm, ja. Und dann kam aber raus, dass er in der Zeit, wo er mit mir zusammen war, auch mit meiner besten Freundin zusammen war. Oh, das ist immer ganz schlimmer mit 15. Ja, und da war ich halt ziemlich geschockt. Also eigentlich hast du ja gute Karten. Du bist ihm fremdgegangen, aber er ist dir ja auch fremdgegangen. Genau. Deswegen kann er gar nicht sich da so risikos aufspielen. Genau. Ne? Genau. Mhm. Und also mein Freund aus Essen, den mhm. habe ich heute angerufen, mhm. weil er halt gefragt hat, ob ich halt am Sonntag, ob er halt am Sonntag zu mir kommen kann. Mhm. Ja, und dann wusste ich jetzt nicht genau und dann habe ich den vorhin nochmal angerufen mhm. und dann hat er gesagt, er kann am Sonntag nicht. Hat er gesagt? Ja, weil er dann ins Kino geht mit einem anderen Kollegen. Mit einem anderen Kollegen, deshalb kann er nicht zu dir kommen. Ja, genau. Schlechtes Zeichen.
Ja. Finde ich ein schlechtes Zeichen. Ja, ja, weil er meinte, ja, er will noch was anderes machen, anstatt dann wieder nach Essen zu kommen. Oh, der hat aber gleich schlechte Karten bei mir. Ne? Wenn der richtig in dich verliebt wäre, ja, dann geht der doch nicht mit einem Kumpel ins Kino, sondern kommt natürlich zu dir nach Hause. Ja. Ne? Ist ja, doch ja, ganz klar. Ja, ja. Wen findest du denn am süßesten? Oh, da fragst du mich jetzt was. Ja, klar. Schwer zu sagen. So richtig süß. Ich glaube, den hier, der hier bei mir wohnt. Den 15-Jährigen. Ja, genau. Ich glaube auch, aufgrund unseres Gesprächs jetzt, dass das der Bessere ist, Sarah. Ja. Deine Mutti hat natürlich gesagt, das musst du entscheiden. Das ist natürlich logisch. Klar, ja, wer soll sonst entscheiden? Ja. Aber ich glaube, auch jetzt mit dem Hinweis von wegen, dass er da lieber mit dem Kumpel ins Kino geht, und er ist ja doch schon wirklich einiges älter als du, ja, vielleicht solltest du dich wirklich besser an den 15-Jährigen halten. Mhm. Ja. Und ihr könnt euch gegenseitig verzeihen, weil ihr beide fremdgegangen seid. Ja. Gebt eurer neuen, jungen Liebe mal eine Chance. Ja. Versucht das mal eine Weile, und dann kannst du dich immer noch irgendwie umorientieren. Ja? Ja? Ja. Wollen wir so mal verbleiben? Ja, ich versuche es. Alles Gute, Sarah. Ich versuche es dann dem anderen so beizubringen, ja? Ja, genau. Okay. Tschüss. 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 Stefan, 29. Hallo, Jürgen. Ja, Stefan. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ja, vorab, also wir beide, also meine Frau und ich, wir finden deine Sendung also unheimlich fantastisch. Das ist wunderbar, sonst wärst du auch gar nicht durchgestellt worden. Oh, hört man das. Ja. Ja. Nee, und pass auf, wir haben bei dir angerufen, weil wir kein Problem haben, sondern einfach nur eine Geschichte zu erzählen. So ist es auch schön manchmal. Ja. Ja. Also wir haben praktisch den Luxus, uns sowas erlauben zu können. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen eine Wette abgeschlossen mit Bekannten, dass wir in diesem Jahr, 98, ins Guinness Buch der Rekorde kommen. Mhm. Und das hat man nun durchgeblättert, was man machen kann. Man könnte zum Beispiel noch einen Meter wachsen, dann wäre man der größte Mensch der Welt. Mhm. Oder man könnte dann noch 200 Kilo zunehmen, dann wäre man vielleicht der schwerste Mensch der Welt. Oder? Beides nicht so attraktiv, nee, ne, das anzustreben. Auch, ja, und auch die anderen Fressrekorde und so, das ist alles ziemlich ekelhaft gewesen. Sitzen aber, hatten wir auch letztes Jahr schon, ne? Dauersitzen auf so einem Pfahl, ja, auch ziemlich albern. Ja, und ziemlich anstrengend. Und ziemlich anstrengend, ja. Aber es gibt tatsächlich was man machen kann, und das wollen wir jetzt auch wirklich machen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Und zwar ist das in der Rubrik Welt des Verkehrs. Also mit U-Bahn zu tun. Also, achso, ich habe natürlich gleich schon wieder an was ganz völlig anderes gedacht. Nein, nein. Ja. Und zwar geht es in verschiedenen Städten, unter anderem hier in Hamburg oder auch in München, das U-Bahn-Netz abzufahren in der schnellstmöglichen Zeit. Mhm. Und diese Wette ist noch nicht, Wette sag ich schon, dieser Rekord ist noch nicht so ausgegoren, dass man den also wirklich noch verbessern kann. Gerade in Hamburg ist es also möglich, da hier immer neue Linien hinzukommen. Mhm. Da einen neuen Rekord aufzustellen. Also in der Tat, so schnell wie möglich, alle U-Bahn also die Strecken, in Hamburg zum Beispiel sind zwar drei Linien, ja, und die alle abzufahren. Mhm. Alle Bahnhöfe anzusteuern und das dann möglichst so irgendwie zu koordinieren, möglichst in der Rush-Hour, dass das möglichst schnell funktioniert. Gibt es denn einen solchen Rekord schon? Hier in Hamburg gibt es einen, ja. In München und in Wien auch schon. Mhm. Und in Köln, glaube ich, noch nicht. Und das ist auch unser Grund, warum wir bei dir das anrufen. Wir wollten dich gerne einladen. Wir wollten gerne mit dir zusammen in Köln den Rekord aufstellen. Ach, lass mal gut sein. Lass mal gut sein. So wild, glaube ich, bin ich nicht darauf, wie ein Wahnsinniger durch das Kölner U-Bahn-Netz zu fahren. Nein. Nein, also wie lange das in Hamburg dann jetzt rekordmäßig gedauert hat? Der letzte Rekord, wie also steht der? Steht immer noch bei 4:12, ist aber schon sehr alt. Und du willst mir zumuten, auch 4 Stunden durch die U-Bahn zu fahren? Ich glaube, du bist. Das Kölner Netz ist ja kleiner. Ist mir kleiner, aber 2 Stunden, ich glaube, du bist Jack im Kopf. Vorsichtig. Da lacht jemand. Das ist wahrscheinlich die Frau Gabi. Frau, sie will nicht sprechen, aber sie lacht. Gell? Ja, sie lacht. Ich lache zurück und schöne Grüße. Ja, also dein Redakteur sagte ja vorhin, das ist Pillepup. Das ist Pillepup. Ja. Sowas zu machen. Ja, aber weiß ich nicht. Andere machen eine anstrengende Höchstleistung. Natürlich, auch 8000er und man fährt da irgendwann mit der U-Bahn ein bisschen rum. Also, das habt ihr ernsthaft vorzumachen? Das machen wir auch. Ja. Wie geht das? Wie muss man das einfädeln? Wo bewirbt man sich da? Also, es gibt ja die Guinness-Buch-Redaktion, die sitzt in Berlin. Mhm. Da sollte man das mal vorher anmelden und da muss man es natürlich bestätigen lassen mit Stempeln von der Hochbahn. Also wir haben jetzt auch eventuell die Presse hier in Hamburg, die uns dann begleiten wird und dann unseren Bericht machen. Und man muss es ja beweisen, dass man es macht. Aber ihr wollt es doch in Hamburg machen, nicht in Köln? Also in Hamburg auf jeden Fall, um jetzt erstmal reinzukommen, ja, unsere Wette zu gewinnen. Also wenn ihr das in Köln macht, komme ich gerne zur Siegerehrung, aber ich fahre nicht mit euch zusammen durch die ganze Unterstadt. Ja. Wann ist das geplant, für wann? Ja, jetzt mal sehen, so im März, einen Tag Urlaub nehmen. Im März. Wenn man da diesen Rekord erreicht hat, was hat man davon, außer dass man im Buch steht?
Kriegt man da ein Preisgeld? Oder? Nö, eine Urkunde bekommt man von der 100.000 Mark vielleicht oder so. Ja, wäre auch schön. Wär auch schön. Ist aber nicht so, kann ne? Kann man mal vorschlagen, ja. Es gibt keinen Geldpreis, ne? Nein. Ein Eintrag? Eine Urkunde, den Eintrag, ja. Wir hätten persönlich unsere Wette gewonnen und ja. Unseren persönlichen Frieden. Ja, also ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ja, danke. Und wenn ihr in Köln seid, informiert uns frühzeitig, dass wir da vielleicht doch irgendwie in Kontakt kommen. Ja. Zur Siegerehrung, wie gesagt. Ja, also davor verlassen wir uns. Stefan, schönen Gruß an Gabi nochmal. Ja, danke. Viel Glück, ciao. Bettina, 35. Hallo, ja, Bettina. Ja, hallo. Hallo, Domian. Hallo, Bettina. Ich habe eine etwas peinliche Angelegenheit. Aufgrund dessen bin ich auch etwas aufgeregt. Ach, nichts ist peinlich. Man muss sich für nichts schämen. Naja, das ist raus damit. Ein bisschen peinlich. Und zwar habe ich überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Mhm. Und ich bilde mir ein, dass es jetzt mittlerweile schon an der Grenze der Normalität angelangt ist. Mhm. Seit wann hast du denn keine Lust mehr auf Sex? Seit gute 2 Jahren. Also das ist bestimmt schon mehr als 2 Jahre. Mhm. Was hast du denn für eine eigene Theorie, woran das eventuell liegen könnte? Weiß ich eben nicht. Ich bin auch schon mit meinem Mann zusammen bei einer Eheberatung gewesen und die konnten das auch nicht aufklären. Ich habe mit meinem Frauenarzt schon drüber gesprochen, ja. Ob er mir nicht irgendwelche Medikamente oder ob es da irgendetwas geben würde. Also bist du verheiratet? Bitte? Du bist verheiratet? Ja. Wie lange schon? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Und die Fachleute bislang haben dir nicht helfen können? Nee, und ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch machen soll, dass es bei mir eben das Gefühl wieder auflebt. Irgendwie der Wunsch nach Sex. Oder wenn was im Fernsehen sehe, das lässt mich alles kalt und das war früher nie der Fall. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur keine Lust auf Sex mit deinem Mann, sondern generell gar keinen Bock mehr. Generell überhaupt. Das ist wie abgestorben. Ich kann mir das nicht erklären. Das hat immer mehr, immer stärker nachgelassen. Mhm. Und es gab mal eine Zeit, da habe ich wenigstens noch davon geträumt, nachts. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch machen soll. Du onanierst auch nicht? Nein. Gar nicht? Überhaupt nichts mehr da. Wann hast du jetzt das letzte Mal mit deinem Mann geschlafen? Das ist schon über 8 Monate her. Mhm. 8 Monate? Und hat es dir denn da noch Spaß gemacht? Oder hast du es einfach auch mehr oder weniger über dich ergehen lassen? Ja, das teilweise, sagen wir mal so, teilweise. Teilweise über mich ergehen lassen und teilweise hat es mir dann auch Spaß gemacht. Hat es vielleicht doch irgendetwas mit deinem Mann zu tun? Ich glaube ja, das trägt mit Sicherheit damit dazu bei. Er hat wenig Zeit, das war schon immer so der Fall, dass er wenig Zeit hat. Mhm. Er ist aber ein ganz lieber, toller Mann. Aufgrund dessen kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Er ist sehr rücksichtsvoll und sehr geduldig. Das mag alles sein, dass jemand ganz lieb und toll und einen super Charakter hat. Aber das muss noch nicht heißen, dass man auch auf ihn richtig geil ist und wird. Ja, früher war ich das. Früher warst du das. Hattet ihr früher ein gutes leidenschaftliches Sexualleben? Ja, doch, muss ich sagen. Schon. Nun sagtest du gerade die Zahl 2 Jahre. Mhm. Ist das festzumachen an irgendeinem Ereignis, an irgendeinem Vorfall? Nee, leider auch nicht, nee. Das hat einfach... Wir haben, dummerweise, ich habe die Pille schon länger aufgegeben dann, also bestimmt schon 5 Jahre keine Pille mehr genommen, weil es eben immer mehr nachgelassen hat und dann habe ich mir gedacht, zu was nehme ich überhaupt noch die Pille? Das muss ich meinen Körper ja nicht antun und ja, und dann bin ich trotzdem noch schwanger geworden. Wir haben ja dann noch ab und zu mal miteinander geschlafen und jetzt haben wir einen 8 Monate alten Sohn, wie gesagt, und seitdem ist überhaupt nichts mehr gelaufen. Und vorher schon ganz, ganz wenig, alle 6 bis 8 Wochen vielleicht einmal. Ja. Also, du hast vorhin erzählt, dass du anfänglich noch erotische Träume hattest. Ja. Drehten diese erotischen Träume sich um deinen Mann oder auch um andere Männer, um Fremde? Überwiegend um meinen Mann, aber es ist schon mal vorgekommen, dass einfach wildfremde Männer aufgetaucht sind, die ich noch nie gesehen habe. Also ich will darauf hinaus, oder ich überlege, ob es vielleicht letztendlich, wie ich es gerade auch schon sagte, vielleicht doch damit zusammenhängt, dass du keine sexuelle Lust mehr auf deinen Mann hast und dir deshalb auch verbietest, überhaupt irgendwelche anderen sexuellen Gelüste zu haben, um ihm nicht halt geistig auch noch fremd zu gehen. Ist jetzt wild interpretiert, ich weiß auch überhaupt nicht, ob das stimmt. Richtig. Ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich super nötig, dass du zu einer Fachberatung gehen musst. Aber wohin? Ich war ja schon bei einer Eheberatungsstelle als Sexualtherapeutin, in Anführungszeichen. Also man hat mir gesagt, die wären für die Sexualität zuständig und so weiter, aber die konnten uns, wir haben dann da mal zusammen so, die haben uns halt geraten, eine Woche uns freizunehmen und ein paar so Aktivitäten zusammen zu machen. Mhm. Aber das war dann nur ganz kurzfristig, dass das eine ganz leichte Besserung gegeben hat und dann ließ das einfach schnell wieder nach. Mhm. Wie lange wart ihr in dieser Beratung? Wie lange habt ihr euch miteinander beschäftigt? Das ging eigentlich schon ziemlich lang, ein halbes Jahr. Halbes Jahr, doch. Das hat nichts genutzt. Nee. Dann war es die falsche Beratungsstelle. Dann waren es die falschen Therapeuten.
Ich glaube, es wird wahrscheinlich sehr, sehr tiefgründig sein und kompliziert bei dir. Ich glaube ja, dass, weil ich kann mich selber nicht mehr, ich habe mir schon 6 Sendungen angeschaut, was ich sonst ja eigentlich nicht mache, um einfach gedacht, vielleicht hilft das ja was, vielleicht regt mich das an, aber ja, das lässt mich alles kalt. Gibt es irgendetwas in dir, sowas ganz, ganz Geheimes, was vielleicht auch eigentlich super peinlich ist, aus dem Bereich Sexualität, wo du, wenn wir beide so ganz unter uns wären, wo du sagen würdest, Mensch, das würde ich doch dann auch mal gerne machen. Nee, also so außergewöhnliche Sachen habe ich noch nie den Wunsch danach gehabt. Und früher, als wir haben ein sehr offenes Verhältnis miteinander gehabt und haben auch die Sexualität untereinander gut ausgelebt und da gab es nichts, was einer nicht wollte. Oder. Also Bettina, ich glaube, das ist wirklich ein Fall für den Psychologen. Da bin ich in meiner Rolle hier jetzt, glaube ich, völlig überfordert. Ich glaube aber nicht, dass das mit einem Gespräch getan ist. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich dachte, ich war da schon ein halbes Jahr. Und das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem möchte ich dir vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst. Mhm. Die kann dir vielleicht ein paar Tipps geben, wo man gute Sexualtherapeuten findet. Weil ich will das meinem Mann ja nicht länger zumuten. Er hat ja den Drang noch. Ja, klar, natürlich. Ich denk, irgendwo geht dann mal die Ehe drauf. Wenn das Risiko besteht, ja. Deswegen muss da was unternommen werden. Du legst jetzt auf und dann rufen wir dich gleich nochmal an. Passiert es heute noch? Das passiert gleich, ja, in einigen Minuten. Gut. Bettina, alles Gute. Danke. Tschüss. Herzlich willkommen, Cora, 26 Jahre. Cora, hallo. Hi, ja. Ja, hallo, Jürgen. Hallo. Ja. Ja, ich bin die Cora. Ich habe dich erst nicht verstanden jetzt. Ja. Ja, ich rufe aus Halle an der Saale an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Na klar. Ja. Na klar. Und ich habe eigentlich was zum Thema. Du hattest das mit den Strip-Poker angesprochen. Strip-Poker. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich weiß nicht, ob du das Flaschendrehen kennst. Ja, das ist ja das was Ähnliches, ne? Ja, so was Ähnliches. Und zwar waren wir da auf einer Party gewesen. Ja. Und die war sowas von langweilig, muss ich sagen. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, ja, mal ein bisschen Pep reinzubringen. Und da haben wir das mit dem Flaschendrehen angefangen. Wie viele Leute waren da? Wie wir das gemacht haben, waren wir noch 6. Ja. Ja, also die anderen waren dann schon gegangen, weil es, wie gesagt, es war echt hohl und zwar langweilig und 6 Leute, wie war die Aufteilung männlich-weiblich? Ja, wir waren 3 Mädchen und 3 Jungen. Wie passend. Ja, das war wirklich klasse. Und da gab es einen Jungen, der hieß Axel und ich kannte den schon länger und der hat mich nie interessiert, weil er meiner Meinung nach ziemlich langweilig war. Und ich fand den auch gar nicht so schön und ansprechend. Und jedenfalls bei diesen Flaschendrehen hatte er immer das große Pech, dass dieser Flaschenhals immer meistens auf ihn zeigte und er immer mehr ausziehen musste. Also für die wenigen Menschen, die das nicht kennen, das bedeutet immer, man sitzt im Kreis, ne, legt die Flasche in die Mitte, dreht die Flasche und da, wo der Flaschenhals hinzeigt, derjenige muss dann ein Kleidungsstück ausziehen. Das ist richtig, genau. Und dieser arme Axel musste sich ständig weiter entkleiden. Ja, und er war, wie gesagt, derjenige, der immer so fast jede zweite Runde oder so. Und was dann so zum Vorschein kam, ich meine das jetzt nicht nur speziell jetzt. Nein. Hätte ich auch überhaupt nicht gedacht jetzt. Ja, das Erste, was ich sah, waren seine vielen Haare auf der Brust. Und du stehst auf Haare auf jeden Fall. Absolut. Also ein Mann ohne Haare auf der Brust ist für mich kein Mann. Und dann, wie gesagt, der Körper, also es war ein toller Körper und er nahm das auch so witzig und so lustig hin. Ja. Es ist ja am Anfang doch ein bisschen peinlich gewesen. Ja, es ist peinlich, ja. Wart ihr denn alle ein bisschen angetrunken? Ja, aber nicht viel, muss ich sagen. Also in meinem Bekanntenkreis wird anfangs nicht viel getrunken. So. Also es war eine ganz absolut lustige Sache. Und wie er das so wegsteckte und seine Späße dabei machte, war das wirklich toll. Und saß denn Axel dann irgendwann ganz nackt da? Ja, ja. Er saß ganz nackt. Total nackt. Was gefiel dir denn sonst noch besonders gut an Axel? Ja, das war die Art, wie er damit umging. Ich meine, ich musste mir dann auch schon meinen Sweatshirt ausziehen und so und saß dann erstmal nur im BH und so. So ein bisschen verschüchtert. Ich wurde zum Beispiel immer ruhiger und hab da so groß ja nicht mehr gesagt und hab nur gedacht, oh Gott, wenn die Flasche jetzt wieder da. Und er machte da so seine Späße und da habe ich halt gemerkt, das ist ein ganz dufter Typ und wie gesagt, ich fand den echt langweilig vorher immer. Und aber da ging es richtig, das hat dich richtig interessiert dann. Also er hatte Haare auf der Brust, das hat dir gefallen. Ja. Jetzt frage ich dich nochmal, was hat dir denn sonst noch an ihm, an seinem Körper gefallen? An seinem Körper? Ja. Ja, ich muss dir sagen, ich habe dann meine Liebe als Brillenträger und habe da gemerkt, dass ich das ganz toll interessant fand. Ja. Ja, und dann... Ein nackter Mann mit Brille hat was, ne? Ja, der hat was. Ja, ja, genau. So, jetzt hast du Axel da nackt. Wie ging es denn dann weiter? Wie es denn weiterging? Ja, ja, wir waren dann letztendlich alle irgendwie ein bisschen nackt. Und ja, ich hatte noch das Höschen an. Du hast das Höschen. Ja.
Und wir haben das dann auch abgebrochen und wie schade. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man. Ich habe das noch nie gemacht. Wie macht man? Also irgendwann sitzen vielleicht mal alle da nackt. Ja. Und dann? Ja, wir haben uns und nicht dann, wieder angezogen. Das ist doch langweilig. Das war doch dann erst das Vorspiel. Ja, das war das Vorspiel. Es muss doch eigentlich dann irgendwie weitergehen. Wir haben ein paar tolle CDs eingelegt, ein bisschen wild und haben dann da nackt getanzt. Wir haben das, ich muss sagen, in Nachhinein richtig genossen, so dieses Nacktgefühl. Ja. Für mich war es nicht allzu fremd, weil ich gehe auch immer nackt baden und so. Und aber das ist dann doch was anderes im Kreise einer Partygesellschaft, ja, sich auszuziehen, als am Strand, ne? Das ist wie ist ein Gefühl wie Champagner, weißt du, das kribbelt so. Und es ist ja eine sehr große Erotik da drin. Kann es denn sein, dass du dich da so ein bisschen in Axel verguckt hast? Ja, wir heiraten jetzt. Nein, das ist nicht wahr. Ja, doch. Nein. Ja, wir haben uns seitdem nie wieder getrennt. Das ist ja lustig. Und das war auch das, was ich, worauf ich hinaus wollte. Ja. Also, wie gesagt, ich habe das an dieser komischen Geschichte gemerkt, das ist dein Traumtyp. Denn ich bin eine typische Jungfrau und auch manchmal ein bisschen zickig. Und, also das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, Partner zu finden. Ne? Leute, macht Flaschen drehen zu Hause. Ja. Heute, die ihr irgendwo eine Party feiert, setzt euch im Kreis hin, nimmt eine Flasche und zieht euch aus. Genau. Ihr seht, wie es jetzt bei Cora geendet hat. Sie heiratet. Sie hat die Haare auf der Brust des Mannes gesehen und war vollkommen baff und das weg. Das war das Erste, muss ich echt sagen. Das war auch dieser Punkt, wo ich sagte, wow. Ist er denn sonst auch sehr stark behaart? So die Brust so, also so an Arm und Rücken, das mag ich nicht so, nicht, also es ist genau da, wo es sein muss und es ist ein ganz, ganz toller Mann und ich habe ihn ganz doll lieb. Cora, ich wünsche euch beiden, Axel und dir, alles Gute. Ich bedanke mich. Und ihr könnt das ja irgendwann in einem anderen Kreis nochmal machen. Ja, obwohl ihr seid ja jetzt erstmal bedient, ihr beiden. Jetzt haben wir erstmal mit uns zu tun. Alles Gute. Ich wünsche danke für den Anruf. Das. Tschüss. Tschüss. Axel mit den Haaren auf der Brust. Den nehme ich denn jetzt mal hier. Michael, 26. Ja, hallo? Michael, hi. Ja, hallo Domian. Ja, du klingst aber aus der Dose irgendwie so. Wieso aus der Dose? Es klingt so scheppert so. Ja, meine Wohnung steht nicht mehr viel drin. Also. Deshalb. Legen wir mal los. Ja, es geht bei mir drum, wie du schon rausgehört hast, wegen Wohnung und schon relativ leer, wohnungslos. Aha. Mein Thema heute. Ja. Ja, folgendes, ich habe ein Problem. Ich bin arbeitslos, meine Miete kann ich nicht mehr zahlen. Ich habe auch schon viele Schulden, an denen mir auch schon auf der Pelle rutschen. Mhm. Und jetzt muss ich auch aus meiner Wohnung raus und weiß jetzt auch nicht, wohin. Das heißt, du stehst jetzt quasi vor der Obdachlosigkeit? Richtig. Wie lange bist du schon arbeitslos? Ich bin ein halbes Jahr arbeitslos und ich habe auch nicht durchgängig gearbeitet. Ich kriege auch daher nur Arbeitslosenhilfe. Was hast denn du vorher gearbeitet? Ich war Auslieferungsfahrer. Mhm. Du hast also keine Ausbildung? Nein, ich habe keine Ausbildung. Ja. Und die Wohnung, in der du da jetzt noch bist, aus der du raus musst, wie teuer war diese Wohnung, ist diese Wohnung? Die hat 650 Mark gekostet oder kostet noch 650 Mark. Und die ist jetzt nicht mehr finanzierbar, auch nicht über Sozialamt? Oder? Nein, absolut nicht, weil ich muss absolut raus, ich komme meine Miete, ich habe noch Schulden offen, also die Schulden, die haben mir schon halt die Bude ausgeräumt. Mhm. Ich habe halt nur das für mich das Allernötigste. Das Telefon ist jetzt auch demnächst gekabelt werden. Hast du nicht irre Panik, jetzt wirklich auf die Straße zu kommen? Auf die ja, Straße sicher. Zu kommen. Ich habe mich schon irgendwie kundig gemacht wegen Männerheim oder sonst irgendwer. Mhm. Haben mir das angeguckt, also das echt gesagt, was ich da gehört habe, ist das wie ein Knast. Sowas bin ich gar nicht gewohnt, so zu leben. Wie denkst du dir denn deine nächsten Wochen und Monate? Tja, das weiß ich ehrlich gesagt selber auch nicht. Wann genau musst du aus der Wohnung raus? In genau 3,5 Wochen. In 3,5 Wochen, ja. Mhm. Hast du denn große Aktivitäten am Laufen, dass du eine Arbeit oder irgendeinen Job Ja, sicher, findest? Sicher, ich suche ja schon Arbeit. Mhm. Man kann suchen, ne? Man hat nicht das Glück, man sofort was kriegt. Mhm. Man wird mir auch geholfen, wenn ich sofort was kriegen würde. Mhm. Bist du denn bereit, letztendlich überall in Deutschland zu arbeiten, wenn du was bekämst? Oder möchtest du gerne in deiner Umgebung da bleiben? In meiner Umgebung würde ich dann gerne bleiben. Mhm. Wo wohnst denn du? In welcher Bereich ist das? Ist Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, mhm. Ja. Aber dir steht das Wasser jetzt so am Hals, ne? Wenn dir jetzt jemand aus München ein Angebot machen würde, Mensch, dann musst du doch nach München gehen. Na, weiß ich nicht, weil ich eigentlich meine Freunde habe, die wissen das eigentlich mit meinem Problem nicht. Mhm. Und die will ich auch nicht überlassen, weil ich so nicht so ein Typ bin, der das sofort erzählt oder irgendwie, dass ich irgendwie Bedauerkeit von oben kriege, so, ich helfe dir, das mag ich nicht. Wenn, dann möchte ich das schon alleine irgendwie durchstehen.
Aber Freunde ist ein gutes Stichwort. Ist denn, gibt es da niemanden, oder du bist ja 26, irgendwie in der Familie, bei dem du erstmal unterkommen kannst? Ja, aber wie soll ich das machen? Ich bin nicht der Typ dafür, der sagt, komm, ich habe Probleme, ich kann meine Miete nicht zahlen, leib mir doch mal was. Da bin ich nicht so der Typ für. Ich will nicht anderen Leuten. Ja, das ist ja auch ehrenwert, aber wenn man so drinsteckt, finde ich das durchaus okay, wenn man einen Freund anspricht und sagt, hier kann ich vielleicht bei dem mal ein paar Monate wohnen. Wie ist es denn mit Eltern? Leben deine Eltern noch? Nein, Eltern habe ich nicht, aber ich hätte einen super Kollegen von mir. Mhm. Ja, der würde mir wirklich aus der Patsche öffnen, das weiß ich ganz genau. Mhm. Er ist mit dem bin ich von klein auf groß geworden. Wenn ich hingehen würde, pass auf, für 3 Monate, aber ich möchte nicht anderen Leuten. Kann ich verstehen. Trotzdem sage ich das jetzt nochmal zu dir, Michael. Diese Sendung wird bundesweit wahrgenommen, ja. In ganz Deutschland. Es gibt immer wieder spontane Reaktionen auf Gespräche hier. Ich halte es für möglich, dass irgendein Arbeitgeber aus irgendeiner großen oder kleinen Firma jetzt auf dieses Gespräch reagiert und sagt, ich würde dem Michael bei mir im Lager irgendwas anbieten, aber es ist München oder Berchtesgaden oder so etwas. Ja. Okay, zur Not, wenn man das auch liebt. Ich besitze auch Führerschein. Mhm. Ja, also das ist also ich habe vollstes Verständnis, wirklich, wenn du sagst, ich möchte in meinem Kreis bleiben, wo meine Freunde sind und so. Aber ich finde auch, wenn es so drastisch ist wie bei dir, dann muss man auch mal in den sauren Apfel beißen, vielleicht die Umgebung zu wechseln. Denn die Alternative, auf der Straße zu leben, die ist weitaus schlimmer. Das möchte ich ja nicht unbedingt, weil ich habe so viel darüber gehört. Mhm. Man muss ganz ehrlich sagen, du bist der Erste, die wirklich das als mal einfach mein Herz ausschüttelt. Sonst mache ich das normalerweise gar nicht. Mhm. Ne? Deshalb. Michael. Ja. Also, vielleicht tut sich ja was. Ich würde das wunderbar finden und würde mich wirklich für dich sehr freuen. Du bist ja noch die nächsten 2 Wochen ungefähr erreichbar, auch unter deinem Telefonanschluss. Ja, nächsten 2 Wochen bin ich, glaube ich, noch erreichbar. Okay, also wenn eine Resonanz kommt, dann kommt die auch relativ schnell. Ich vermute bis Anfang der Woche. Also dir wäre natürlich am liebsten im Ruhrgebiet irgendwas. Ja, das wäre mir am liebsten. Aber wenn irgendwas anderes angeboten wird, dann nimm es auch mal. Ja. Um nicht noch weiter abzusacken. Alles klar. Alles Gute. Ich drücke dir die Daumen. Eine Frage noch. Michael, ja. Darf ich meinen besten Kollegen einmal grüßen? Mach mal. Ich möchte den Peter und den René grüßen. Okay. Ja, alles danke. Klar. Tschüss, Michael. Ja, und tschüss. Jetzt geht's weiter mit Marianne. Die ist 50. Ja. Guten Morgen, Marianne. Guten Morgen, Domian. Ja, dein Thema. Mein Thema ist ein bisschen heikel. Und zwar betreibe ich eine kleine Niki-Schneiderei. Eine was für eine Schneiderei? Eine Niki-Schneiderei. Eine Niki-Schneiderei? Ja, so kuschelig und weicher Stoff. Aha. Niki-Ware. Kennst du nicht? Nee, kenne ich gar nicht, nee. Ja, auf jeden Fall ist das ein super Team. Da sind so 6 Schneiderinnen. Was schneidet ihr denn? Was ist das genau, was ihr schneidet? Bademäntel, Hauskleider. Ach so, und das nennt man Kindersachen. Und das nennt man Niki-Schneiderei? Ja, ja, also Niki-Stoff. Es gibt Seide. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne nur so Nikis, die hatte ich früher so Rollkragenpullis. Ja, du bist der Zweite, der das noch nicht kannte. Der Erste war mein Mann, aha, der kein Niki kannte und jetzt bist du es auch. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich wollte nur sagen, also das ist eine kleine Schneiderei und super Team. Und wir haben eine Schneiderin dabei. Ja. Die hat fürchterlichen Körpergeruch. So. Und jetzt bin ich da die Chefin sozusagen und alles hintenrum tuschelt und muschelt über diese Kollegin praktisch. Marianne, wie eng sitzt ihr denn da in eurer Schneiderei zusammen? Ja, das ist so 50 Quadratmeter vielleicht. Das ist ein so ein Raum ist das? Ein Raum. Mhm. Und die eine stinkt immer. Ah, wie was stinkt die denn? Ja, nach Körpergeruch. Die wäscht sich nie. Ja, ich habe erst gedacht, auch von der Arbeit, sie trägt auch schwere Rollen oder so. Mhm. Aber sie kommt schon morgens mit dem gleichen Pullover, den ich praktisch eine ganze Woche anhatte. Bah, ja, bah. Aber die ist sonst super nett und fleißig und kuschelig. Jetzt beschweren sich natürlich die anderen Mitarbeiter, kann ich mir gut vorstellen. Ja, die beschweren so hintenrum, ne? Also keiner mag sagen. Marianne, aber du bist die Chefin, ne? Ja. Und als Chefin kannst du doch mal ein 4-Augen-Gespräch mit der Frau führen. Ja, kann ich das? Ja, klar. Oh. Finde ich schon. Das kann man ja auch freundlich mit so einem Schmunzeln sagen. Dass da, du findest die Frau gut als Fachkraft. Ja. So kannst du doch kriegen, indem du erstmal ein paar Komplimente machst und sagst, dass sie eine tolle Fachkraft ist. Aber sie soll mal duschen gehen morgens immer. Das ist sehr schwierig. Das ist dir unangenehm, ne? Ja, das ist, du sagst immer, es gibt nichts Peinliches oder so, aber wenn man vor so einer Person steht. Doch, als gute Chefin muss man das machen. Ja? Ja, als Chefin bist du geradezu dazu verpflichtet, auch sowas zu sagen. Ja, ich dachte jetzt, ob ich andere Kollegen, ob die das vielleicht unter Frauen schon mal sagen, hör mal,
so und so, wenn ich jetzt die Arztchefin irgendwie anspreche, dass es vielleicht doch ein bisschen pikiert ist. Du darfst das natürlich nicht vor den anderen Leuten machen, ne? Du musst das mal, wenn du mit ihr alleine bist, mal so unter uns Frauen nach dem Motto. Also, ne? Gut. Du siehst sie am Montag wieder. Ja. Wirst du sie Montag ansprechen? Ich nehme einen du musst sie Montag ansprechen. Ja, gut. Und wahrscheinlich wird sie dann am Dienstag blitzblank und mit viel Deo und weiß ich dann zur Arbeit kommen. Ja, oder gar nicht mehr. Das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. Nein. Viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Julia. Die Niki Schneiderin stinkt. Alex, 18 Jahre. Ja, hallo, Domian. Hi. Also mein Problem ist das, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr zu Prostituierten gehe. Seit deinem 14. Lebensjahr? Ja, seit meinem 14. Also wenn du willst, kann ich dir mal erzählen, wie das war. Und zwar hatte ich zwei ältere Freunde. Und die sind immer in die Altstadt gegangen. Halt, da gibt es ein Riesenangebot. Mhm. Und halt, wie gesagt, die haben mich ab und zu mitgenommen. Und die blieben halt vor diesen Läden stehen oder Bars, wo halt Hardcore-Filme liefen. Damals war ich noch 10 und 11. Da und haben die dich schon mitgenommen? Ja, die haben mich mitgenommen. Wie alt waren die denn damals? Die waren damals, also, das weiß ich nicht mehr genau, weil ich habe den, also der kam aus einem anderen Land. Also aus Jugoslawien, ich bin selber einer und wie gesagt, ich glaube, der war drei, vier Jahre schon älter. Mhm. Und wie gesagt, also da habe ich halt erstmal registriert, dass es sowas gibt, sage ich mal. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Da mit ein paar Freunden hat es dann auch ergeben, einer hat da in der Nähe gewohnt, haben wir uns halt immer angeguckt und Späßchen draus gemacht. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich halt irgendwie schon Lust auf die bekommen und so. Und dann, wie gesagt, meine Mutter ist sehr viel verreist und hat immer genügend Geld dagelassen. Auch ich brauche ein sehr großes Taschengeld gehabt und hab's noch. Ja. Und also ich laufe halt mal so durch die Stadt und halt habe halt immer so hingeguckt und so. Ich sah halt auch ein bisschen älter aus, aber nicht wie 18, also höchstens wie 16. Mhm. Und dann hat mich halt so eine Farbige halt in dem Fall mal zu mir, also zu sich gewunken. Und ich so halt, ja, also sie fängt dann so zu sagen, wie wäre es halt mit Verkehr und so. Ja. Die sagen immer Verkehr oder Französisch, möchtest du Französisch? Und ich halt dann so, ja, wieso nicht, hatte halt sehr viel Geld abgehoben, halt so für Nahrung und es war halt im Sommer. Mhm. Und auf jeden Fall hat sie mich erstmal abgezockt, ja, für, was weiß ich, 180 und so hat mir nur einen runtergeholt. Dann hast du deinen ersten Sex mit einer Prostituierten gehabt? Ja, logisch. Das war dann nach dem Sommerferien, damals wurde ich gerade 15. Mhm. Und nach dem Sommerferien halt bin ich halt auch wieder hingegangen. Mhm. Und zwar jetzt nicht in die Altstadt, und zwar wir haben in meiner Stadt einen Riesenpuff auf 6 Stockwerke. Mhm. Der ist immer 30 Meter lang, also jede Menge Zimmer halt. Mhm. Und dann fing es halt an, ich war halt am Anfang halt sehr skeptisch, halt AIDS und so. Nee, habe ich mir erstmal 2-3 Mal runterholen lassen. Mhm. Durch einen anderen Bekannten, aber habe ich das mal gesprochen, der war auch deutlich älter, der war damals 18, hat gesagt, dass sie sehr gut halt Französisch konnten. Mhm. Und da habe ich halt auch das halt machen lassen. Und wie gesagt, mit der Zeit halt war es halt so, dass ich halt überhaupt also keine Freundinnen hatte. Du bist 18 Jahre jetzt. Ich bin jetzt 18, ja, ja. Du hast wirklich 4 Jahre lang regelmäßig also Kontakt zu Prostituierten. Also bei Gott. Und wie gesagt, deine Kollegin, die vorher mit mir gesprochen hat, hat mich gefragt, wie viel. Ich habe es wirklich oft versucht nachzuzählen, ja. Aber es geht nicht, also es auf jeden Fall über 30 Mal. Das habe ich, also da komme ich noch hin. Wie hast du, und dieses Geld hast du immer irgendwie? Nee, also das hast du euch bekommen, also ein sehr großes Taschengeld, zurzeit 420. Mhm. Und halt, wie gesagt, ich wurde sehr oft allein gelassen, halt, dann wurde mir halt sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Und okay, hast du denn in dieser Zeit, in den letzten Jahren, auch mal eine Beziehung zu einer Frau gehabt, ein Mädchen? Das ist ja das Problem, also einmal, ne? Das bezaubernde Frauen habe ich auch überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, nicht mal auf Sex, muss ich sagen, nur auf eine Beziehung, ja. Und der habe ich das dann auch anvertraut, der hat das auch irgendwie locker hingenommen. Mhm. Aber es hat sich halt nach 2 Wochen herausgestellt, dass die selber irgendwie leichten Schaden hat. Mhm. Sie konsumiert halt Haschisch und Ecstasy und so. Und das hat sich einfach nicht ergeben, wir haben auch menschlich nicht zusammengepasst. Also deine Sehnsucht wäre, davon loszukommen. Ja, das ist es ja. Und dich auf eine Beziehung mit einem Mädchen einzulassen. Ja, jetzt möchte ich es erzählen, das ist ja das größte Problem. Mhm. Also ich bin schon in der Diskothek und da ist wirklich ein nettes Mädchen, lächelt mich an und so und jenes. Mhm. Das Problem ist dann sehr schon oft der Fall gewesen, dass ich halt, wie gesagt, 2-3 Tage zuvor bei einer Prostituierten war. Mhm. Hab dann, sagen wir mal, also im Schnitt komme ich so auf 80, 90, also fängt bei 50 an und endet halt, also das teuerste war mal 200, aber es war auch nur einmal. Also halt bis 130 gehe ich halt. Mark oder was? Ja, ja, logisch. Ja. Also. Ja. Wann hast du denn jetzt den letzten Besuch bei der Prostituierten gehabt? Also ich bin wirklich auf die Idee gekommen, weil ich heute da war. Du warst heute da. Jetzt hast du, aber ich das gar nicht verstanden. Wenn du ein Mädchen in einer Diskothek siehst und du warst, vorher bei einer Prostituierten, was heißt das dann für dich? Was es für mich heißt, also nicht so vorher, es war ja nicht am selben Tag, sondern 2 Tage davor. Mhm. Und dann habe ich jetzt mal, also es dauert halt schon 2 Wochen an, dieses Glücksgefühl, sage ich mal, ja. Mhm. Man denkt halt wirklich, also ich schwärme dann noch eine Woche an, von der Frau sind ja wirklich sehr schöne. Mhm. Und dann habe ich erstmal überhaupt keine Lust auf eine Freundin, ja. Mhm. Und dann kommt es, dann bin ich schon oft manchmal pleite oder habe gerade mal 30 Mark noch. Mhm. Also ich komme damit zurecht und so, also mit Freunden weggehen und so. Ist es, ist es vielleicht auch so eine Sache, dass du gar nicht die Geduld hast, dich auf ein Mädchen einzulassen, weil du das alles da so einfach kriegst? Da blättest du dein Geld hin und... Nee,
Also das überhaupt nicht. Also ich habe zum Beispiel mal in der Schule halt Mädchen, die was von mir wollten, die habe ich erst mal 2 Monate lang warten lassen, weil ich sie wirklich durchstudiert habe, sage ich mal. Viele haben mir das auf übel genommen, die haben gesagt, jetzt sprich sie doch mal an. Ich habe sie mir erst mal angeguckt, was sie für ein Mensch ist, und auch andere gefragt, wie und was. Alex, fahr doch mal wirklich die Schiene, dass wenn du eine Frau dir ausgeguckt hast, die du nett findest, ein Mädchen, dass du dir wirklich auferlegst als Disziplinierungsmaßnahme quasi, dass du während dieser Zeit, während du dich mit diesem Mädchen anfängst zu beschäftigen, nicht zu einer Prostituierten gehst. Und versuche einfach die Zeit, das ist wie bei einer Sucht, einfach die Zeit immer wieder ein bisschen zu erweitern, immer zu erhöhen, dass dann noch eine Woche draufkommt, noch eine Woche, noch ein Monat. Das geht schlecht, weil ich dann mit denen schon abgeschlossen habe. Ich bin jetzt nicht mehr in der Schule. Ich habe jetzt also meine Lehre abgebrochen, also meine Ausbildung. Und wie gesagt, also wirklich, ich bin wirklich geduldig und so. Das Problem ist halt auch so, wenn ich halt kein Geld habe, ist mein Selbstbewusstsein sehr niedrig. Das heißt, wenn ich halt nicht das Gefühl habe, ich kann das Mädchen nicht so als Beispiel irgendwie ausführen, ja, dann sage ich mir, dann lasse ich es auch gleich, ja. Ja, das ist natürlich Blödsinn, du brauchst doch kein Mädchen ausführen. Ja, das ist halt schon oft so, also ich habe selber dieses Verlangen. Du hast da viel zu viele Sachen, die du da dir selbst aufoktroyierst. Du brauchst kein Mädchen auszuführen. Wenn du das Geld nicht hast, da hat dieses Mädchen Verständnis für, dass da nicht die große Party abgeht. Ich glaube, dass in dem Fall, das ist jetzt so eingebrannt, wenn du seit der Jugend, seit frühester Jugend das machst, dass die einzige Rettung ist, da rauszukommen. Ich glaube, dass das auch viel kaputt macht in deiner Sexualität. Dass da nur so eine Radikalmaßnahme hilft, indem du einfach immer wieder versuchst, davon wegzukommen und so selten und immer seltener zu einer Prostituierten gehst und dich auf Frauen einlässt, auf Mädchen einlässt. Ist der einzige Weg. Geht auch. Ist nur sehr schwierig. Ist, glaube ich, ein reines Suchtverhalten, was du erzählst. Bei mir kommt immer halt das Pech dazu, immer wenn ich will, dann ist nichts. Und immer wenn ich halt bei Prostituierten war, dann passiert es halt auf einmal. Sind dann gleich zwei da. So, du warst heute bei einer Prostituierten. Ja. Die nächsten 4 Wochen läuft überhaupt gar nichts. Abgemacht? Was ist das? Also dafür gebe ich dir mal, aber nur für die 4 Wochen. Also gut, ich werde es lernen, aber die 4 Wochen auf jeden Fall nicht. Die auf jeden Fall. Und in diesen 4 Wochen schaust du dich schon mal um nach einem netten Mädchen. Und wenn du ein nettes Mädchen findest, dann kommen da noch 4 Wochen drauf. Und dann unterhalten wir uns nochmal. Wenn ich eine Freundin habe, dann mache ich sowieso nichts. Okay, und wir unterhalten uns dann nochmal so in 8 Wochen. Okay? Also ich rufe mich dann an, oder wie? Oder du versuchst es hier nochmal. Ja, okay, so mache ich es. Okay. Also in 8 Wochen dann. Alles gut, okay, in 8 Wochen, ne? Wie bitte? In 8 Wochen. Ja, in 8 Wochen. Und ich will gute Resultate hören. Nee, also wirklich. Okay, danke. Ciao. Danke, ciao. 1 Uhr, jetzt sind wir aber spät mit der Pause. 1 Uhr 37 und 41 Minuten. Und jetzt machen wir wirklich die Pause. Uhr 38 und 42 Sekunden. Hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR, von 1Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht sind wir offen für alle eure Themen. Und ich möchte mich gerne mit einer Anruferin, habe ich ja gerade schon, möchte mich gerne mit euch unterhalten über Strip-Poker. Wer von euch hat da Erfahrung? Was ist da abgegangen? 0130 2911. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Ich habe hier einen Fax hereingereicht bekommen. Hallo Domian, was ist eigentlich aus deiner Postecke geworden? Wir zumindest vermissen sie und würden uns freuen, wenn du mal wieder Briefe, Faxe und so weiter vorlesen würdest. Herzliche Grüße Gertrud, Hans und Eduard aus Köln. Dieses finde ich eine grandiose Idee und deshalb gibt es jetzt die Domian Postecke. Ein Fax von Marcel aus 02463. Hallo Jürgen, erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Ich höre deine Sendung fast jede Nacht. Da ich 16 Jahre alt bin und noch zur Schule gehe, bleiben mir so meist nur 4 Stunden Schlaf. Aber egal. Seit der Winterpause gefielen mir die Sendungen mit Sterbehilfe und Liebesspielzeuge am besten. Von Zeit zu Zeit werden auch ganz lustige Themen angesprochen. Die Versuche, eine Erklärung für den Ursprung des Wortes Missionarsstellung zum Beispiel, hat mir auch sehr gut gefallen. Schade, dass die Sendung zu jung für Sex ausfiel. Wird das Thema eigentlich
noch nachgeholt. Lieber Marcel, das Thema wird nachgeholt. Zu jung für Sex, erste Liebe findet im März statt. Und das genaue Datum sage ich dann noch früh genug an. Dann Ursel aus Sachsen-Anhalt. Hallo Domian, ich musste, das ist ein Feedback auf eine Sendung Anfang Februar, ich musste heute ekelhaft sagen, als der Popelfresser sich zu Wort gemeldet hat. Aber noch schlimmer fand ich, in fremde Waschbecken zu pinkeln. Das ist eine Sauerei. Was würde dieser Anrufer wohl sagen, wenn andere dieses machen würden? Oder später sogar einmal seine Kinder? Das ist eine gute Frage. Was würde er wohl sagen, wenn später einmal seine Kinder ins Waschbecken pinkeln würden? Wir rufen ihn nochmal an und klären diese Frage. Dann ein Brief von Barbara, 32 Jahre alt, aus Lippstadt. Und die Barbara ist Sozialpädagogin. Und sie schreibt, Domian, ich sehe deine Sendung oft. Ich bin nicht prüde oder verklemmt. In letzter Zeit aber überspannst du den Bogen. Ich finde dich sexistisch und frauenverachtend. Frauen sind für dich Objekte. Ich rate dir dringend, mal in eine Männergruppe zu gehen, um über deine eigene Rolle als Mann nachzudenken. Also liebe Barbara, ich gehe sehr gerne mal in eine Männergruppe. Ob ich dann allerdings dazu komme, noch über meine eigene Rolle als Mann nachzudenken, das wage ich zu bezweifeln. Und ein sehr, sehr, sehr nettes Fax von Rose, 81 Jahre alt, aus Braunschweig. Sie schreibt, lieber Jürgen, fast immer sehe ich deine Sendung. Ich bin eine pensionierte Lehrerin und seit 2 Jahren leider an mein Bett gefesselt. Umso mehr freue ich mich über das Talkradio noch vieles von der Welt und vor allem von jungen Leuten mitzubekommen. Und ich kann nur sagen, man lernt nie aus. Bleib wie du bist und glaube mir, ich werde auch im Himmel versuchen, deine Sendung zu empfangen. Deine Rosel. Liebe Rosel, ich bin der Auffassung, der Himmel kann warten, Heaven can wait und bleibe uns noch lange erhalten, so wie du bist. Alles, alles Gute und schöne Grüße nach Braunschweig an die Rosel. Das war die Postecke. Jetzt ist am Telefon Joachim und der ist 33 Jahre alt. Jawohl, ich bin da. Joachim. Übrigens, das Schreiben von der Rose fand ich spitze. Süß, ne? Sehr ja, nett, ja. Muss ich sagen. Nee, zum Thema Stripoker wollte ich mich mal melden. Schön. Hatte ich nämlich vor 6 Wochen die Erfahrung gemacht. Aha, ganz frisch noch. Ja, das kann man sagen. Und das Peinliche war halt, ich habe mich in die beiden verliebt. Also ich war alleine bei einem Ehepaar, bei einem Bekannten von mir. Ja. Bekannten Ehepaar. Ja. Und ich habe mich in beide verliebt. Ja, Moment, erzähl eins nach dem anderen. Also du warst zu Gast bei den beiden und dann kam die grandiose Idee, wir machen Strip-Poker oder was? Richtig. Oder Flaschendrehen, wie habt ihr es gemacht? Richtig, ja, auch so erstmal so einzelne die Teile ausziehen und so weiter. Ja, wie, mit Flaschendrehen oder mit Strip-Poker? Ja, mit Poker, richtig so. Mit Poker, ja. Ja. Wer den höchsten hat, der hat gewonnen und wer den niedrigsten hat, der zieht einen aus. Genau, ja. Ja, ja. Ja. Und nee, was danach kam, das war das Schlimme halt. Wer war zuerst nackt? Ich. Du. Und dann, und dann hast du dich in beide verliebt? Ja, weil was danach kam, das, also es war so schön. Ne? Was kam denn danach? Guter Sex. Mit den beiden? Mit dem Spiel? Ja. War das für dich eine ganz neue Erfahrung? Ja. Im Ernst? Auch eine schöne. Aha. Auch eine schöne, also muss ich sagen. Und ich glaube, das fanden wir alle gut. Mhm. Nur das Problem ist, jetzt redet keiner mehr drüber. Also ist es einmal dann passiert? Ja, ja. War das auch, war da irgendwas zu Alkohol im Spiel, dass ihr ein bisschen enthemmter wart als sonst? Nö, wie immer. Wie immer. Also wie das bei uns üblich ist. Wie ist es denn bei euch üblich? Ja, so 3-4 Flaschen Bier am Abend. Ah ja. Mhm. Die hat dann jeder, aber ist nicht tödlich, ne? Hast du denn eine Beziehung auch oder bist du solo? Ich hatte bis dahin eine. Mhm. Jetzt nicht mehr. Wie, hast du das deiner Beziehung erzählt? Ja. Wie, und deshalb hat die Frau dich verlassen? Ja, da gab's halt ein bisschen Ärger und so, ja, seitdem ist sie weg. Mhm. Und wie gesagt, ich hänge jetzt unheimlich an diesen beiden. Ist das denn zum ersten Mal, dass du auch so Bi-Neigung in dir gespürt hast? Ja. Auch zum ersten Mal? Ich meine, das ist ja dann schon... Also sonst immer nur Frauen, aber das war echt, das war schön. Mhm. Das muss ich einfach sagen, ne? Bist du dann die ganze Nacht bei denen geblieben oder nach dem... Ja. Wie war es denn dann, als ihr morgens zusammen aufgewacht seid? Ja, seitdem spricht keiner mehr drüber. Ja gut, aber wie war die Stimmung denn dann? Also man muss ja irgendwas, was bedrückend, habt ihr gefrühstückt miteinander, wie war das? Ja, wie üblich, wir haben gefrühstückt und alles, also wie immer, ich meine, ich bin oft da. Mhm. Und ja, irgendwie, das war wie immer, mhm. Nur so zum Thema, da hat so keiner, also jeder ist ausgewichen.
Mhm. Alle guckten in irgendwie eine Ecke und war das denn für diesen Ehemann auch der erste sexuelle Kontakt zu einem Mann? Vermute ich mal. Ja. War das denn nicht dann auch sehr aufregend für euch da so anzunähern? Doch. Ja? Und also du wusstest ja auch zum Beispiel gar nicht, wie der darauf reagiert. Doch, der ganze Abend, der war für uns alle schön. Mhm. Also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Mhm. Also das Resultat von diesem Strip-Poker ist für dich, dass du deine Freundin verloren hast. Ja. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und deshalb hat die dich dann wirklich dann fahren lassen? Ja, es hatte noch andere Gründe. Ja, das war so der I-Punkt auf alles. Das war der I-Punkt. Ja. Das war so das typische... Also Freundin ist weg, du hast deine bisexuelle Neigung entdeckt und du bist verliebt in ein Ehepaar. Ja, richtig. Ist schon ganz schön kompliziert. Kann man sagen. Du hast aber den Eindruck, dass in der Nacht hast du den Eindruck gehabt, dass den beiden das auch gut gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich an deiner Stelle aber da mal ein bisschen offensiver sein. Und du weitermachen, oder? Ja, klar. Mhm, sicher. Macht doch nochmal ein Treffen, unternehmt was zusammen. Und ja, aber ich kann mir das nicht als Dauerverhältnis vorstellen. Ne? Nee, du musst jetzt auch nicht gleich an deine Rente denken. Nee, gut. Aber vielleicht so an die nächste Zeit. Wenn du das schön findest und die beiden das auch gut finden, kann man doch erstmal vielleicht da eine sehr unkonventionelle Verbindung vielleicht entstehen lassen. Ja, klar. Und wenn es dir sexuell auch noch Spaß macht, ist doch klasse. Ja, man muss vielleicht mal das Thema hervorbringen wieder. Genau, also ich würde es an deiner Stelle so ein bisschen forcieren mal. Oh. Die sind ja wahrscheinlich genauso gehemmt und unsicher wie du und sind vielleicht froh, wenn du den ersten Schritt machst. Das kann sein. Und sind vielleicht schon ganz wild darauf. Vielleicht haben die untereinander ganz oft darüber schon gesprochen. Käme er doch mal endlich wieder. Das kann sein. Kann sein, ne? Das ist es ja, aber wie gesagt, keiner traut sich. Ja. Ruf doch mal an. Das Wochenende steht vor der Tür. Vielleicht kann man gemeinsam was machen. Ja, gut. Alles Morgen klar. Abend oder so. Joachim, alles Gute, viel Spaß. Ja, danke, tschüss. Mach weiter so. Ciao. Ciao. Sabrina, 17. Hallo Sabrina. Ja, hallo. Du bist 17 Jahre alt, ne? Ja. Und was ist dein Thema? Ja, also wir haben freitags immer deine Sendung geguckt. Mhm. Also meine Mutter, und dann haben wir einfach mitgeguckt. So gehört sich das auch? Ja. Ja, und meine Freundin und ich, wir fanden das einfach gut, weil dieses Schild, das ist ja schwarz-gelb, und dann haben wir einfach das DOM und EAN halbiert, und ich habe DOM auf der Schulter und sie hat EAN auf der Schulter. Wie, du hast DOM auf der Schulter? Wie? Ja, tätowiert. Tätowiert? Tätowiert. Ihr seid ja wohl verrückt, ihr beiden. Ja. Das ist ja lustig. Also wir machen uns das nochmal deutlich. Genau wie mein Schild hier aussieht, ne? Ja. Du bist DOM. Ja. Ne? Und sie ist EAN. Ja, genau. Und hinten auf dem Schulterblatt? Ja. Das ist ja Jack. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? So wie du es gerade geschildert hast? Ja, wir haben uns angeguckt und dann haben wir einfach uns so ausgedacht, ja, das Schild ist auch so getrennt. Dann hab ich halt jetzt wirkt diese ganze Sache ja nur, wenn ihr beide immer zusammengeht, ne? Ja, das sieht gut aus, wenn man im Sommer so... Ich wollte gerade sagen, also geht viel bitte zusammen durch Schwimmbäder und an Stränden vorbei. So macht ihr dann Werbung für unsere Sendung. Aber ein bisschen blöd sieht das ja aus, wenn deine Freundin jetzt alleine rumgeht, ne, mit IAN hinten. Ja, da werden alle Leute denken, was der Freundeskreis, die haben uns auch erstmal ein bisschen blöd angeguckt und uns auch gefragt, ob wir da ganz gescheit sind. Ja, und meine Mutter, aber die muss dann einfach doch die Einwilligung geben. Die hat sie aber gegeben. Ja. Wer lacht denn da im Hintergrund noch? Das ist meine Mutter. Gib mir mal die Mutter. Meine Mutter, ja. Ja, okay. die will ich mal haben. Ja. Hallo, du bist die Mutter. Jawohl. Wie heißt du? Conny. Conny. Ja. Ist ja eine verrückte Idee, ne, von den Mädels. Buschen bekloppt, ja. wie groß? Oh, das ist eigentlich meine Schuld. Ich habe denen das immer vorgeschwärmt. Ja. Ich bin also krank, ich bin zu Hause, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun, als abends Domi anzugucken. Ja. Das, wo ich den ganzen Tag drauf warte. Und die haben immer gesagt, was ist das denn? Ich sag, müsst ihr euch mal mit angucken. Ja. Und dann fingen die irgendwann an, freitags, wenn sie anderen Tag ausschlafen konnten, das auch zu sehen. Ja. Irgendeiner von denen, ich weiß heute nicht mehr, wer kam auf die Idee, ach, ich möchte das auch mal sehen, haben das dann angemacht und haben die Schild vorne in deinem Bildschirm gesehen. Mhm. Und hat sich jeder eine Hälfte da drauf tätowieren lassen. Und du hast dann zugestimmt, dass Sabrina das auch macht und machen so, darf? Ja, natürlich, ist ja ihr Körper, muss sie Wie groß sind die Buchstaben? Wie Daumen. Wie Daumen groß, also schon ganz ziemlich groß, ne? Insgesamt, also das ganze Wort Domian ist wie Daumen und jeder hat dann also die Hälfte. Der eine hat Dom und der andere I-An. Nee, was ihr alles macht. Es gibt mir doch noch die Freundin von Sabrina auch mal kurz. Ja, gut. Tschüss, Conny. Hallo? Du bist die Freundin. Ja. Wie heißt du denn? Natascha, du bist jetzt die Gebeutelte mit dem I-A-N, ne? Ja. Hast du da nicht mal Sorge, dass irgendwann in vielen Jahren kein Mensch mehr weiß, was und wer Domian ist und ihr lauft dann mit diesen Buchstaben rum?
Ach, irgendwann. IAN heißt Ian und kann auch ein männlicher Name sein. Stimmt. Also, da kann man auch, vielleicht kann man da irgendwann noch was dranhängen irgendwie. Ja, genau. IA, ich weiß, fällt mir so momentan nicht ein. Auf jeden Fall seid ihr es glücklich mit eurem Tattoo? Also bis jetzt noch. Und die Leute in der Schule halten euch für verrückt. Ja, aber ich meine, das wissen jetzt auch noch nicht alle. Jetzt weiß es die ganze Welt. Ja, jetzt ja. Zumindest ganz Deutschland weiß es. Und ja. wir alle freuen uns auf den Sommer, wenn wir euch beide nämlich in den Badeanstalten und wie gesagt auch an den Stränden sehen. Ja, wir können ja mal Fotos schicken. Schick bitte mal ein Foto. Ja, ein schönes, großes Foto und dann werde ich das hier im Fernsehen auch zeigen. Ja, cool, ja? Super. Verbleiben wir so? Ja. Ihr Lieben, tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Michael, 23. Bitte? Ja, Michael, du bist dran. Ja, hallo. Ja. Was ja, folgendes, ich will bloß erzählen, dass ich nur positive Erfahrungen gemacht habe mit Strip Poker, beziehungsweise Strip Mau Mau. Weil wir kennen ja kein Poker und deswegen haben wir Mau Mau gespielt. Und wie sind die positiven Erfahrungen? Ja, ich habe meine Freundin dadurch kennengelernt. Auch. Wie erzähl mal genau, wie das abgegangen ist. Ja, wir waren drei Männer und zwei Frauen. Mhm. Und wir haben ein bisschen was getrunken schon, wie das ja so üblich ist. Ist so ähnlich wie Flaschendrehen. Mhm. Und dann lernte ich sie halt kennen irgendwie durch das, du weißt ja, ne? Der, wer die meisten Karten hat, der muss dann ein Kleidungsstück ausziehen. Genau, ja, ja. Und hin und her. Und dann haben wir uns halt geküsst und so weiter und das war dann halt schon ganz toll. Also nachdem... Wir machen das auch heute noch. Aha. Und... War es denn bei dir genauso wie vorhin, die eine Anruferin erzählte ja, dass sie eigentlich den Mann, den Axel, war das, erst richtig toll fand, nachdem er so sich entkleidet hatte. War das bei deiner Freundin genauso, dass du da erstmal so richtig Augen für sie bekommen hast? Nein. Vorher schon, du fandst sie vorher auch schon gut. Das war vorher schon der Charakter. Ja. Der Charakter allein, sie war eher ein bisschen schüchtern. Ja. Und sie war ein bisschen hard to get. Ja. Das war eine Herausforderung für mich. Ach, irgendwie, und da spielte die Flasche, in dem Sinn von Karte. Ja. Michael, ich verstehe dich wirklich sehr schlecht. Irgendwie ist die Leitung nicht gut gebacken. Auf jeden Fall hast du dadurch diese Freundin kennengelernt und ihr seid jetzt zusammen und seid auch glücklich miteinander und ihr spielt das immer noch mit anderen Leuten. Ja, wir spielen das immer noch mit anderen Leuten. Und das ist immer noch spannend. Ja, logisch. Das ist noch spannend und das reizt mich auch irgendwie, wenn sie... mit anderen Männern küsst und du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich meine, bis zum Ende löscht es dann nicht raus, aber... Ja, also es wird dann auch schon geküsst bei euch. Es wird nicht nur ausgezogen. Nein. Es geht dann auch schon weiter. Es wird ausgezogen und dann geküsst und vielleicht ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ein wenig Sex gemacht. Ja. Danke für deinen Anruf. Genau, bitte grüß den Axel. Tschüss. Hat er gerade gesagt, grüß den Axel? Rudi, 22. Hallo? Hallo Rudi. Hi, hallo Domian. Hi. Und zwar, ich muss was sagen zu dem Alex, weil der Alex, der war doch vorher der mit der Prostituierten. Genau. Genau, und uns ist dasselbe widerfahren. Also ich war mit meinem Freund jetzt gerade so von einer Dreiviertelstunde in einem Bordell. Rudi, geh bitte ganz nah ans Telefon. Ich war von einer Dreiviertelstunde im Bordell mit meinem Freund oder so und hab mir halt eine schwarze Frau gekauft. Mhm. Und ich muss sagen, weil ich bin halt so... ein bisschen auf schwarz fixiert oder so. Mhm. Aber du gehst nicht seit deinem 14. Lebensjahr ins Bordell. Nein, das ist nicht. Aber ich find's halt wahnsinnig aufregender, das mit dem Bordell. Es ist ziemlich unkompliziert. War das denn heute dein erster Bordell? Nee. Ich war schon ein paar Mal, aber sagen wir so, einfach der Reiz ist halt dann da. Mhm. Also ich muss halt so sagen, also ich finde das halt wirklich wahnsinnig gigantisch. Mhm. Du gehst rein oder so, es ist unkompliziert, aber das kann wahnsinnig gefährlich werden. Weil ich bin auch selber, also habe auch ziemlich Bindungsangst, muss ich sagen, ganz ehrlich so, ich habe hier und da stressige Beziehungen gehabt. Mhm. Aber du hast schon Beziehungen gehabt, immerhin. Ja, schon klar. Aber wie lange haben die gedauert? Ja, mein längstes Jahr, so Jahre. Das war also mit meiner letzten schon ein bisschen her, aber mit der war ich fast 3 Jahre zusammen. Bist du denn während dieser Zeit auch ins Bordell gegangen? Nein, das war erst danach dann. Was macht denn für dich jetzt, versuch's mir zu erklären, was macht für dich so wirklich diesen Reiz aus, zu den Huren zu gehen? Du musst dir zusehen, du gehst rein, du hast keinen Stress, also du musst da nicht stundenlang hinbackern, du musst nicht dich verstellen, gar nichts, du gehst rein, so wie du bist, du zahlst zwar für die Liebe, also für den Sex, so, Liebe darf man nicht sagen, Sex. Du musst Sex sagen, ja. Ja, Sex, ist es Sex.
und du gehst dann auch, ohne dass du irgendwie stressig mit der Frau im Bett liegen musst, sie streicheln musst oder... Also weil alles abgeklärt ist und man im Prinzip direkt zur Sache kommt und das auch kriegt, was man will. Mhm. Ist es auch der Reiz des Verbotenen, des Verruchten vielleicht? Nein, das ist nicht so. Nicht. Es ist nicht so der Reiz des Verruchten oder so. Es ist einfach die Unkomplizierte. Mhm. Es ist einfach so, dass ich gehe rein, kriege das, was ich will und gehe. Mhm. Wie viel hast du heute bezahlt? 100. 100 Mark, das geht ja noch, ne? Ja, okay, aber es geht auch ins Geld. Natürlich, ja, klar. Ja. Aber es ist halt einfach... Was hast du für die 100 Mark geboten bekommen? Ja, Französisch. Französisch, ja. Und das war es dann auch und das wolltest du auch? Ja, okay, das war es, ja. Mhm. Aber es ist halt so, was ich sagen muss, es ist wahnsinnig gefährlich, weil die Gewohnheit wird wahnsinnig stark. Könntest du dir vorstellen, also so einen Eindruck hatte ich gerade natürlich bei Alex, ganz, ganz klar den Eindruck, dass du, wenn du das übertreibst, ab und zu ist ja vielleicht okay, aber wenn du es übertreibst, dass du dadurch beziehungsunfähig wirst? Ja, doch, auf alle Fälle. Mhm. Man wird, weil es einfach, man ist es nicht gewohnt, dass man sich eine Frau erobern muss. Mhm. Das klingt zwar jetzt ein bisschen krass, aber dass man an der Frau ranschmeicheln muss. Mhm. Man ist einfach das Harte gewohnt. Geht rein, zahlt, macht Sex, geht. Was hast du für Träume? Du bist 22 Jahre alt. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Man, ich möchte echt irgendwann einmal eine richtig feste Beziehung. Also, willst du eine Familie auch haben, Kinder? Was? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, aber es ist halt das Problem. Man, ich bin aus Bayern oder so. Bayern ist wahnsinnig spießig. Also, es gibt kein schlimmes Land. So ungefähr, ja, echt ist alles. Lebst du auf dem Land oder in einer größeren Stadt? Nein, voll auf dem Land. Voll auf dem Land, oh je. Da muss man das natürlich sehr geheim halten auch, ne? Ja, okay, das ist nicht so das Problem. Sagen wir mal so, bei uns, also im Umkreis von 50 Kilometer gibt es sowieso kein Bordell. Mhm. Und man muss halt schon ein bisschen fahren dafür. Also ich glaube, du hast es selbst auch erkannt. Wenn das du siehst es als gefährlich an, dann kann ich dir genau das Gleiche sagen wie Alex. Mach es nicht so oft. Mach es einfach nicht so oft, um da den Überblick auch zu haben. Ja, ist schon. Du musst jetzt Schluss machen, weil die Sonja noch an. Ja, Sonja, okay, ist gut. Alles Gute. Ich kann dir einen Gruß machen. Ganz schnell. Ja, mein coolen Rastafari-Freund, das ist der Christian, okay? Okay, ciao. Danke, ciao. Sonja, 19 Jahre. Ja, hallo. Du bist noch dran, hi. Ja, ups, so leise. Was ist denn dein Thema noch? Ja, ich wollte nur meinen Freund vom Valentinstag ganz lieb grüßen. Mensch, wir haben Valentinstag. Ja. Wir haben Valentinstag und du willst deinen Freund grüßen. Ja. Wie heißt er denn? Oliver. Oliver. Genau. Liebst du ihn? Ja. Sehr? Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Am 25. ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Erzähl mir ein bisschen was von Oliver. Was willst du wissen? Was er so für ein Typ ist? Eigentlich ein ganz kuscheliger, so. Aha. So ein kleiner Kuschelbär, ne? Und, aha. Ist er so in deinem Alter? Zwei Jahre älter. Zwei Jahre älter. Ist es die erste ganz große Liebe für dich? So wenn man so von der pubertären Liebe so mit 13 absieht, ja. Wenn man davon absieht, ja. Ja, dann schon. Ich meine, hat eine andere Qualität. Ja, nun ist Valentinstag ja so ein Tag der Liebenden, der Verliebten. Ja. Jetzt hast du ihn hier über das Fernsehen, über das Radio gegrüßt. Ja. Ist ja schon eine ganz tolle Sache. Hast du vor, mit ihm noch irgendwas Schönes, Besonderes zu machen morgen? Ja, also wir haben vor, morgen nach Münster in den Zoo zu fahren und ein bisschen zu bummeln, ne? Und ein bisschen zu kuscheln und zu schmusen und sowas. Ja. Das kommt danach dann. Und dieses Video, ich habe jetzt die ganze Sendung aufgenommen, die schenke ich ihm. Na wunderbar. Ganz liebe Grüße an den Oliver. Ja. Hast eine tolle Freundin. Die klingt sehr sympathisch, Oliver. Danke. Die Sonja. Ich wünsche euch beiden viel Spaß in Münster. Ja, danke schön. Und so, Münster ist eine schöne Stadt. Mhm. Und alles gut. Ja, danke. Tschüss. Und überhaupt allen Verliebten wünsche ich alles Gute. Dass die Liebe lange hält. So, meine Freunde. Das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten. Bei Gerald Baas, bei Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Simone Eibel, Katrin Heckmann, Tom Bildhauer, Marco Rösseler, Mathilde Kohl, Heike Schmidt und Elke Pulz. In der Nacht von Montag auf Dienstag, da ist unsere Sendung generell offen, aber wir werden versuchen, ein Rätsel zu lösen. Ich möchte von euch wissen, was Goldfischsex ist. Da bin ich ja gespannt. In der Nacht von Montag auf Dienstag, Goldfischsex. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Schlampen. Ich möchte nur mit Schlampen reden. Das wird ein Spaß.
Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.